Leute, herzlich willkommen. Herr Tösche, herzlich willkommen. Hallo. Joey und Hi. Jimmy, hallo und Sieger im Club. Ah, Angelo, ihr seid ja gerade, ja, richtig zu lange. Ihr macht gerade ganz viele Konzerte, so im Jahr zwischen 80 und 100 Stück. Erzähl uns doch mal ein bisschen von eurem Konzertalltag. Wie muss man sich das vorstellen? Wann steht ihr auf? Was frühstückt ihr? Wie geht's dann los? Also erstens, wir haben eine andere Uhrzeit. Also wir gehen ja meistens nach dem Konzert, gehen wir erst so um 1-2 Uhr ins Bett, weil wir noch sehr aufgeregt sind vom Konzert. Und deshalb wachen wir erst so um 11-12 Uhr und dann auf, aber... Ich etwas früher. Ja, gut, je nachdem. Also, und wächst ihr euch gegenseitig hin? Je nachdem. Auch betritt sie halt ihr Baby dabei. Also manchmal macht er das. Du bist bestimmt schon früh wach. Genau. Ja. Aber wir haben dann auch viel Presse und müssen auch unsere Instrumente alle antesten und so Sound machen. Und dann geht's los mit Konzert und... Ja. Dann seid ihr gerade gut in Übung. Könnt ihr uns so ein kleines Stück unplugged mal hier spielen? Also praktisch ohne, ja, Verstärker. Machen wir. So heißt das ja, unplugged. Legt mal los. Some of the doctors I think are acting up. Cloning humans, I do believe it's playing God. I can't believe what's happening with the animals. What good is mass production? Now we have mad cow disease. Clean no more. Stop all these wars. The human race is committing suicide. Every one of us is playing a little part. There's a real bad disease spreading worldwide. If it doesn't affect you physically, it will creep into your heart. Creep into your heart. Wow. Super. Paddy, ihr habt als, ja, ganz normale irische Familie eigentlich angefangen, Volkslieder zu singen in Fußgängerzonen. Erzähl uns ein bisschen aus der Vergangenheit der Kelly Family. Vielleicht hat es ja der eine oder andere nicht mitbekommen. Wie seid ihr zu Superstars geworden? So, unser erster Fernsehauftritt war 1975 oder 74. Also da war ich gar nicht geboren. Und da haben unsere Eltern mit den älteren Geschwistern in so einer Kindersendung in Spanien zum ersten Mal gesungen. Und dann haben wir viele Jahre über die Straßen von Europa als Straßenmusikanten gesungen. Später haben wir auch in ein Zelt Konzerte gegeben, so ein Zirkuszelt. Dann die typischen Konzerthallen, die Sporthallen. Und bis zu den großen Fußballstadien. Und unser größter Auftritt, das waren 250.000 Besucher in Wien. 250.000 Menschen, ja, unglaublich. Also man kann gar nicht, man sieht nur Köpfe. Ja. Ne? Patricia, wie entsteht denn eigentlich so eine CD? Wie lange dauert das? Wer hat die Ideen? Wer schreibt die Lieder? Wir schreiben alle, also jeder einzelne komponiert Texte und Lieder. Wir singen mittlerweile fast nur eigene Lieder. Und eine CD wird, es dauert sehr lange. Das heißt, es muss im Studio produziert werden. Also zuerst werden die Lieder vorbereitet zu Hause, komponiert, Texte werden fertig geschrieben. Und dann die Instrumente werden ausprobiert. Und dann kommt das Studio, das heißt Aufnehmen. Das wird nicht alles auf einmal aufgenommen, sondern es wird immer erst die Instrumente, ja, und, oder Einzelinstrumente manchmal. Und dann die Stimmen, Chor und dann die Solos. Also das ist immer stückchenweise gemacht. Mhm. Ein bisschen vielleicht für diese Sendung, dann wird es zusammengeschnitten. Ja. Und es gibt Lieder, wo das auf ein Stück gesungen wird, aber andere nicht. Es ist ein langes Prozess von... mindestens 6 Monate, so jeden Tag im Studio, viel aufwendiger als man denkt. Also das, und vor allen Dingen für die Produzenten, also Angelo und Paddy produzieren die Platte, das heißt, die sind die Chefs sozusagen. Die müssen gucken, dass alles klappt und ja, und für den ist es natürlich mehr Arbeit, weil wir müssen jeden Tag im Studio. Aber wenn die Platte einmal fertig ist, dann wird gefeiert. Das ist ein tolles Gefühl dann. Man liest ja so viel über sich selbst dann in der Zeitung. Man steht selber unglaublich oft in der Zeitung. Was ist das für ein Gefühl? Wenn es ist ja auch nicht alles wahr. Ja, die schreiben halt viel, was da auch natürlich nicht stimmt. Aber das ist halt auch bei vielen anderen. Also ich glaube, mit der Zeit gewöhnt man sich dran. Und man gewöhnt sich nie wirklich dran, sage ich mal. Weil die manchmal Sachen schreiben, die halt auch ein bisschen ungerecht sind oder ein bisschen wehtun. Aber man lernt damit umzugehen. Es ist... Das gehört zum Showbusiness,
Aber es gibt Vor- und Nachteile und das ist so eine Abteilung von Nachteilen. Inzwischen hat sich auch so einiges geändert. Ihr wohnt nicht mehr im Schloss oder auf dem Hausboot zusammen, sondern ihr habt alle eigene Wohnung in Köln. Und eure Klamotten haben sich verändert, viele haben sich die Haare abgeschnitten. Warum denn das Ganze, Malte? Naja, ich kann das nicht so richtig erklären. Ich glaube, wir gehen nicht so richtig bewusst daran. Wir sind halt alle etwas erwachsener geworden und deshalb auch viele von denen haben auch eine eigene Familie. Und das ist natürlich, dass man halt auch seinen eigenen Haus hat und so. Das ist eigentlich ja, ein natürliches Prozess. Und wir sind ja auch eine normale Familie und ja, irgendwie auch normale Menschen. Und deswegen entwickeln wir uns auch wie jeder andere mit der Zeit. Ich stelle mir jetzt gerade den Moment vor, als Paddy sich die Haare abgeschnitten hat. Was war das für ein Gefühl, als du das erste Mal in den Spiegel geguckt hast? Ja, Zimmer. Und was haben die anderen Geschwister dazu gesagt? Die waren erstmal nicht informiert, dass ich das mache. Ne? Und dann habe ich die nachher alle überrascht. Und die einen fanden es gut, die anderen fanden es nicht so gut. Aber das erste Gefühl war komisch. Ziemlich kalt so. Ja, so komisch. Ich habe mir dann die Jacke angezogen, nachdem ich das zum Friseur also rausging. Und irgendwie habe ich automatisch die Hand so nach hinten gegriffen, damit die Zopf so rausflückt, aber da war kein Zopf mehr. Ich muss aber sagen, das Duschen geht viel schneller und das ist angenehm. Hast du den irgendwie aufgehoben, den Zopf oder sowas? Den habe ich noch, ja, den habe ich zu Hause. Und ja, noch viele alte Bilder, wie ich damals aussehe. Ich bin froh, dass ich jetzt kurz Haare habe. Ich meine, eine Boyband nach der anderen löst sich ja auf. Die Kelly Family gibt es aber schon Jahrzehnte. Erzählt uns mal, was ist euer Geheimnis? Wir wurden nicht zusammengecastet. Wir sind als eine Familie, die zur Musik gefunden hat und mittlerweile eine lange Zeit eine Band ist. Und eine Rockband, die viel jetzt unterwegs ist. Und ich glaube, die Musik hält uns auf jeden Fall zusammen. Und das Entwicklung der Musik, das ist immer noch ein Reiz. Das ist immer noch herausfordernd. Und ich denke auch einfach mal, die Familie hält einen zusammen. Weil Freunde wechseln oft oder man hat eine Zeit lang Freunde, die man später nicht mehr hat. Aber eine Familie bleibt man irgendwie immer. Die hat man immer am Hals. Ja, aber ich glaube auch, also dadurch, dass wir auch durch dick und dünn gehen, das schweißt auch einen zusammen. Auch mit eigentlich den besten Freunden, mit denen macht man auch alles durch. Und ich glaube, das sind die harten Zeiten, die dich auch dich zusammenhält in den guten Zeiten. Und ich glaube, das ist der Geheimnis. Malte, vor kurzem ist ja euer Vater verstorben. Ziemlich trauriges Ereignis. Logischerweise für jede Familie. Schweißt euch das eher zusammen oder es bröckelt jetzt so ein bisschen die Familienband dadurch, weil er ja schon so ein bisschen auch den Zusammenhalt geregelt hat von euch? Also mein Vater hatte schon vor 2 Jahren einen Schlaganfall. Deswegen haben wir das... Wir waren schon darauf vorbereitet, er war sehr krank auch, also wir haben ihn gepflegt und so. Und deswegen, es hat die letzten 2,5 Jahre gut gehalten, obwohl er gar nicht so im Management oder im Geschäft und so mit dabei war. Und ich glaube, es ist noch enger geworden seitdem. Und irgendwie auch, aber auch einerseits noch freier, also unkonditionaler, die Liebe zwischen uns. Letzte Frage, die mich wahnsinnig interessiert und natürlich auch unsere Zuschauer. Ihr seid wirklich nie zur Schule gegangen? Stimmt das? Nein. Nie zur Schule gegangen. Doch, ich. Echt? Ja, nur die Maite. Die Maite ist für ein halbes Jahr nach USA. Die müsste noch dazulernen. Habt ihr euch das alles selber beigebracht? Nein, oder von euren Eltern? Privatlehrer gehabt. Also man muss fairerweise sagen, wir waren noch nie zur Schule. Aber wir haben auch viel studieren müssen. Also wir haben Musik, aber auch Mathematik und so. Wir haben nicht nur... Wir haben unsere Eltern als Lehrern gehabt. Genau. Ich stelle euch mal das vor. Eure Eltern als Lehrern jeden Tag. Macht das und macht das richtig. Noch schlimmer. Also nicht nur Hausaufgaben. Das war eine richtige schwere Schule. Also, danke schön, dass ihr da wart. Einen großen Applaus an die Kelly Family.